der 11. September. So wurde uns in den Tagen, Wochen und Monaten nach dem Anschlag immer wieder gesagt, war der Tag, der alles veränderte. An einem einzigen, verheerenden Morgen veränderte sich Amerika für immer. Guten Morgen. Amerika wird vielleicht nie wieder dasselbe sein. Und das ist der Grund dafür. Das amerikanische Leben ändert sich für immer als ein Ergebnis dieses Angriffs. Nichts wird je wieder so sein wie vorher. Nichts wird je wieder einmal so sein, wie es war. Das Leben wird nie wieder ganz dasselbe sein. Dies waren keine leeren Worte. Es waren klare Aussagen von Tatsachen. Die Welt hat sich verändert an diesem Tag. 9/11 war der Freibrief für einen Great Reset, die Einführung einer neuen Normalität in den internationalen Beziehungen und den inneren Angelegenheiten. Von der Schaffung des Heimatschutzministeriums und der Militarisierung der Polizei bis hin zu den Multibillionen-Dollar-Angriffskriegen zur Neugestaltung des Nahen Ostens. Unser Leben ist heute drastisch anders als vor jenem schicksalshaften Dienstag im September 2001. Am 11. September begingen Feinde der Freiheit eine Kriegshandlung gegen unser Land. Wenn der 11. September nicht stattgefunden hätte, wäre unsere Einschätzung des Risikos, Saddam die Chance zu geben, seine Programme aufzubauen, nicht dieselbe gewesen. Zum ersten Mal wird die Flughafensicherheit eine direkte Bundesverantwortung werden. I don't understand how a sexual assault we made a condition of my flying. This is not considered a sexual assault. It would be if you weren't the government. Auf dem alten Merkblatt stand, die Hauptforderung des FBI ist die Strafverfolgung. Das macht Sinn. Damit sind wir aufgewachsen. In dem neuen Merkblatt steht, die Hauptaufgabe des FBI ist die nationale Sicherheit. Wenn Sie etwas Verdächtiges auf dem Parkplatz oder im Geschäft sehen, sagen Sie sofort etwas. Melden Sie verdächtige Aktivitäten bei Ihrer örtlichen Polizei oder dem Sheriff. Wenn Sie Hilfe brauchen, bitten Sie einen Walmart-Manager um Unterstützung. All dies wurde über uns gebracht an einem einzigen Tag. Und die Nacht fiel auf eine andere Welt. Eine Welt, in der die Freiheit selbst angegriffen wird. Die interne juristische Rechtfertigung der Obama-Regierung für die Ermordung von US-Bürgern ohne Anklage wurde zum ersten Mal enthüllt. Ich weiß es nicht. Wenn der Präsident diese Leute töten will, muss er sie es wissen lassen. Einige der Leute, die Terroristen sein könnten, sind Leute, denen Finger fehlen. Einige Leute haben Flecken auf ihrer Kleidung. Manche Menschen haben ihre Haarfarbe verändert. Oder Leute, die vielleicht gerne in Bar bezahlen. Oder Leute, die Lebensmittel für 7 Tage vorrätig haben. NYPD-Commissioner Bill Bratton warnt davor, dass Terroristen die Verschlüsselung von Handys nutzen und buchstäblich mit Mord davonkommen. Jede Nation, in jeder Region, hat jetzt eine Entscheidung zu treffen. Entweder seid ihr mit uns oder ihr seid mit den Terroristen. Aber fast 2 Jahrzehnte später hat sich 9/11 von einem Prüfsteinereignis, das alle nationalen Sicherheitsentscheidungen der westlichen Welt prägte, zu einer verblassenen kulturellen Erinnerung an ein Trauma entwickelt, das stattfand, bevor die neueste Generation von Schulabgängern überhaupt geboren war. 9/11 ist nicht länger ein treibendes politisches Thema. Aber wie auf Stichwort ist ein neues Ereignis gekommen, um die Welt ins Chaos zu stürzen. Wieder einmal wird uns gesagt, dass sich die Welt für immer verändert hat. Das ist nicht normal. Zumindest war es das nicht bis vor ein paar Wochen, als sich alles, was wir für selbstverständlich halten, alles einfach außerhalb unserer Reichweite bewegte. Als eine globale Gemeinschaft haben wir ein einmaliges Ereignis erlebt, das unser Verhalten und unsere Wahrnehmung für einige Zeit verändern und umgestalten wird. Das wird die neue Normalität sein, bis ein Impfstoff entwickelt wird. Dass die neue Normalität Monate oder sogar Jahre andauern könnte. Eine Rückkehr zur Normalität, wie wir sie kannten, ist also in naher Zukunft nicht zu erwarten. Und noch einmal, dies ist keine leere Rhetorik. Regierungen, Unternehmen und NGOs stimmen sich jetzt auf internationaler Ebene über ein Great Reset ab, um die Welt, in der wir leben, noch einmal völlig neu zu gestalten. Die Geschichte wird diese Krise als die große Chance für einen Reset betrachten. Der große Reset ist eine vollkommene Erkenntnis, dass diese menschliche Tragödie ein Weckruf sein muss. Es ist zwingend notwendig, dass wir unsere Welt neu erfinden, neu aufbauen, neu gestalten, neu beleben und neu ausbalancieren.
Reset kann nicht bedeuten, wir können es nicht als eine Art Knopfdruck betrachten, der die Dinge wieder so macht, wie sie waren. Und das Normale war eine Krise. Das Normale hat selbst nicht funktioniert. Ich denke, alle Kanadier verstehen, dass der Neustart unserer Wirtschaft grün sein muss. Er muss auch gerecht sein. Er muss inklusiv sein. Was wir herausfinden müssen, und ich denke, was wir alle gemeinsam herausfinden müssen, ist, wie unsere neue Normalität aussieht. Zu unserer neuen Normalität gehört die körperliche Distanzierung von anderen. Zu unserer neuen Normalität gehört das Tragen von Masken, wo es angebracht ist. Zu unserer neuen Normalität gehört, dass wir wissen, wo das Virus ist. Jeden einzelnen Tag, wo wir leben, wo wir arbeiten, wohin wir reisen wollen. In Teilen Europas werden Immunitätspässe für Menschen in Betracht gezogen, von denen man annimmt, dass sie immun gegen das Coronavirus sind. In China haben einige Städte bereits QR-Codes eingeführt, die eine Farbe generieren, damit die Behörden bestimmen können, wie frei sich eine Person im Freien bewegen darf. Aufmerksame Zuschauer werden bereits die Parallelen zwischen dem Krieg gegen den Terror, der nach 9/11 ausgerufen wurde, und dem Krieg gegen den unsichtbaren Feind, der mit Covid-19 ausgerufen wurde, bemerkt haben. Tatsächlich sind die Sicherheitserfordernisse, die durch diese Pandemie auferlegt werden, denen der Terrorkrise so ähnlich, dass in vielen Fällen die neuen Sicherheitskontrollinstrumente, die zur Bekämpfung von Covid-19 eingesetzt werden, offen als ein Upgrade der Kontrollinstrumente angesehen werden, die nach 9/11 eingesetzt wurden. Die meisten Leute kennen Clear, wenn sie zum Flughafen gehen. Es wurde nach 9/11 geboren. Dies ist eine weitere Krise mit einer neuen Komponente, die gerade entsteht. Erklären Sie, was dieses Produkt ist und wie es in Bezug auf Covid funktionieren wird. Also Sie haben recht, Clear wurde aus dem 11. September geboren und es ging um eine öffentlich-private Partnerschaft, die Innovation nutzt, um die innere Sicherheit zu verbessern und die Kunden zu begeistern. Und das war wirklich der Anfang von Screening 1.0 und so wie sich das Screening nach dem 11. September für immer veränderte, werden sich auch das Screening und die öffentliche Sicherheit in der Post-Covid-Umgebung verändern. Aber dieses Mal geht es um mehr als nur Flughäfen, richtig? Es geht um Sportstadien, den Einzelhandel, wie Dana bereits erwähnte, um Bürogebäude, um Restaurants. Wir haben zwar mit Reisen angefangen, aber im Kern sind wir eine biometrisch sichere Identitätsplattform, bei der schon immer darum ging, Ihre Identität mit Ihrer Bordkarte am Flughafen zu verknüpfen oder mit Ihrem Ticket für das Sportstadion oder Ihrer Kreditkarte zum Bier bezahlen. Und jetzt mit der Einführung von Clear Health Pass geht es darum, Ihre Identität mit Ihren Covid-bezogenen Gesundheitsdaten zu verknüpfen für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Kunden. Jeder möchte wissen, dass der andere sicher ist, um Geschäfte wieder zu öffnen und Amerika voranzubringen. Ja, in gewisser Weise ist der Coronavirus-Sicherheitszustand lediglich eine Erweiterung des 9/11-Sicherheitszustands. Aber noch beunruhigendere Parallelen zwischen 9/11 und Covid-19 findet man auf einer tieferen Ebene der Analyse. Es ist wahr, dass die Reaktion auf die Covid-19-Krise genau wie die Reaktion auf die 9/11-Anschläge in Begriffen der Sicherheit formuliert wird. Aber während die Post-9/11-Ära Amerika mit dem Konzept der Homeland Security bekannt machte, Sicherheit vor Terroristen, Individuen mit identifizierbaren Absichten, die zu Gruppen mit erklärten politischen Zielen gehören, führt die Covid-19-Ära die Welt in ein ganz und gar abstraktes Konzept ein. Biosicherheit. Ursprünglich wurde der Begriff Biosicherheit verwendet, um Bedrohungen für die Umwelt zu beschreiben, zum Beispiel die Einführung invasiver Arten in einen Lebensraum oder die Übertragung von Infektionskrankheiten unter Nutzpflanzen und Nutztieren. Der Begriff Biosicherheit wurde in den politischen Mainstream-Diskurs eingeführt, als 2001 die Milzbrandanschläge den Bioterrorismus mit dem globalen Krieg gegen den Terrorismus verknüpften. Plötzlich war Biosicherheit eine dringende nationale Sicherheitsbedrohung und eine ganze Architektur nationaler und internationaler Gesetzgebung wurde eingeführt, um Verfahren zur Umsetzung des medizinischen Kriegsrechts zu etablieren. In den USA wurde der Model State Emergency Health Powers Act in mehreren Bundesstaaten verabschiedet, der den Gouverneuren die Befugnis gab, ihre Bevölkerung zwangsweise unter Quarantäne zu stellen und zu impfen, im Falle eines nationalen Notstands. Auf internationaler Ebene hat die WHO im Jahr 2005 die internationalen Gesundheitsvorschriften verabschiedet,
die alle 196 WHO-Mitgliedstaaten verpflichten, ausgerufene öffentliche Gesundheitsnotfälle von internationaler Bedeutung wie Pandemieausbrüche als globale Bedrohung anzuerkennen, die eine internationale Zusammenarbeit erfordert. Einige haben sogar argumentiert, dass die Gesetzgebung so weit gefasst ist, um Organisationen wie der NATO Spielraum zu geben, in Ländern einzudringen, um den Ausbruch zu kontrollieren. Wieder einmal wird die Verbindung zwischen diesem Paradigma der Biosicherheit und dem Paradigma des Krieges gegen den Terror offen zugegeben. In einem Papier aus dem Jahr 2002 über das aufkommende Feld der Biosicherheit stellten zwei US-Umweltforscher fest, dass der 11. September die Tür für die Biosicherheitsforschung und Gesetzgebung geöffnet hat. Die Ereignisse des 11. September und die darauf folgenden Milzbrandanschläge haben den politischen Entscheidungsträgern in den USA und der Öffentlichkeit unsere Verwundbarkeit gegenüber Organismen, die mit der Absicht freigesetzt werden, erheblichen Schaden anzurichten, bewusster gemacht, schrieben sie. Im Jahr 2010 gab die Weltgesundheitsorganisation ihre eigene Informationsnotiz zur Biosicherheit heraus, in der es heißt: Das übergeordnete Ziel der Biosicherheit ist es, Risiken für Leben und Gesundheit zu verhindern, zu kontrollieren und/oder zu managen. Und in Anlehnung an die Erklärung nach dem 11. September 2001 über die Notwendigkeit einer globalen Zusammenarbeit im Krieg gegen den Terror, dass dieses Ziel nur durch einen harmonisierten und integrierten Biosicherheitsansatz erreicht werden kann, der auf internationalen Standards basiert. Was diese vorhersehbar fade Sprache verschleiert, ist die Art, wie Biosicherheit dazu benutzt wird, sich auf Notstandsbefugnisse zu berufen, um neue Sicherheitsgesetze zu installieren. Genau wie das Homeland Security-Paradigma die vermeintliche Bedrohung durch den Terrorismus als Vorwand für die Beschneidung der bürgerlichen Freiheiten nutzte, nutzt auch das Biosicherheitsparadigma vermeintliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit als Vorwand für die Beschneidung der bürgerlichen Freiheiten. In Hangzhou muss man, um ein Hochhaus zu betreten, seine Temperatur messen und registrieren lassen. Und man muss eine App auf seinem Telefon haben, in die man seinen Namen, seine Temperatur, letzte Reise und seine ID-Nummer eingibt. Die Informationen generieren einen Farbcode. In Hangzhou muss man, um aus der Gemeinschaft zu gehen oder zu öffentlichen Aktivitäten zu gehen, einen grünen Code haben. Dieser grüne, gelbe oder rote Code wird automatisch durch das System entschieden. Es nutzt Big Data, um zu entscheiden, ob man in betroffenen Bezirken war oder mit diesen Menschen in Kontakt gekommen ist. In einem weiteren beunruhigenden Video sind chinesische Polizisten zu sehen, wie sie Holzbretter einnageln, um die Eingangstür einer Wohnung zu blockieren, in der sich Menschen befanden, die gerade aus Wuhan nach Hause zurückgekehrt waren. Danach sieht man Beamte, die ein rotes Schild neben der Eingangstür anbringen, auf dem steht: Die Menschen in diesem Haus sind gerade aus Wuhan zurückgekehrt. Treten Sie nicht mit ihnen in Kontakt. Man hört die armen Menschen drinnen verzweifelt schreien: Öffnet die Tür! Melbourne ist heute Abend komplett abgeriegelt, da Stufe 4 der Restriktionen in Kraft treten, die ganze Industrien und Einkaufsviertel zur Schließung zwingen. Die Gesundheitsbehörden sagen, dass es die einzige Möglichkeit ist, die zweite Welle zu stoppen. Und dass wir auf 20.000 Fälle blicken würden, wenn wir nicht abgesperrt hätten. Can you like report this? I'm in my pajamas. What's this? Ultrasound in an hour. Yeah, she's pregnant, so be... What's this about? I have an ultrasound in an hour. Let me finish and I'll explain. It's in relation to a Facebook post, in relation to a lockdown protest you put on for Saturday. Yeah, and I wasn't breaking any laws by doing that. You are actually. You are breaking all. That's why I'm arresting you. In relation to... How can you arrest her? That's... Polizei bereitet sich darauf vor, ihr Luftarsenal als Teil einer Razzia gegen heimliche Covid-Regelbrecher einzusetzen. Hochleistungsdrohnen werden eingesetzt, um Leute zu finden, die keine Masken tragen, und Autos zu finden, die zu weit von zu Hause entfernt sind. Das öffentliche Gesundheits- und Sicherheitssystem von Dragonfly nutzt Standard-4K-Kameras, um anonymisierte Daten zur sozialen Distanzierung, Herzfrequenz, Atemfrequenz und Fiebererkennung zu liefern. Mein Befehl gilt der Polizei, dem Militär und den Dörfern. Schießt sie tot! Shoot them dead! Oh,
Why are you surrounding my children? Please step away from my children. Please step away from my children. Your children are fine. I'm fine. Right, but I've got cuffs that are too tight on my arms. All I was doing was shopping. I explained to you that I don't have to have a mask on for health reasons. And then three people come up to me, start twisting my arms up. For what? What's on him? Can you tell me why I'm under arrest? Why have I got cuffs on? Right, well, you can't just detain me under what law? Nun, im Moment haben wir keine spezifischen Befugnisse, aber die werden sicher bald kommen, da bin ich sicher. Aber im britischen Polizeimodell fangen wir immer damit an, mit den Leuten zu reden. Wir beginnen immer damit, die Leute zu beraten. Wir können aber auch nachdrücklich mit ihnen reden. Now get off me! Or I'll get you locked up. Now get off me! Now you've been told. Get the f*** Oi! Who the f*** are you grabbing there? I'll spray you, mate. What? You're not spraying me for nothing? He hasn't done nothing wrong. Es gibt eine erhebliche Präsenz von Polizei dort. Einige dieser Demonstranten skandieren Freiheit. Wir können auch diese Menschenmenge sehen. Allein die Größe der Menge und die Anzahl der Polizisten, die sich versammelt haben. Es gibt Ordnungshüter, auch berittene Polizei. Auch die Bereitschaftspolizei wurde mobilisiert, um zu versuchen, die Menge unter Kontrolle zu bringen. Der albtraumhafte Polizeistaat, der sich auf dem Rücken dieser pandemischen Panik abzeichnet, ist kein vorübergehender Zustand. Noch ist es eine willkürliche Ansammlung von Maßnahmen, die ad hoc zusammengewürfelt wurden. Es ist die Schaffung einer neuen Form des Regierens. Diese neue Form des Regierens stützt sich auf das wahrgenommene Gefühl einer Krise, in diesem Fall einer Krise der öffentlichen Gesundheit. Um eine ständige Überwachung der Öffentlichkeit und neue Befugnisse zu rechtfertigen, die die Reise von Personen, die als Gesundheitsrisiko angesehen werden, zu verhindern. Der berühmte italienische Philosoph Giorgio Agamben hat dokumentiert, wie dieser Biosicherheitsstaat auf dem Rücken der Panik errichtet wird, die der 11. September und der Krieg gegen den Terror in der Öffentlichkeit ausgelöst haben. Man könnte sagen, dass, nachdem der Terrorismus als Rechtfertigung für außergewöhnliche Maßnahmen erschöpft war, die Erfindung einer Epidemie den idealen Vorwand für die Ausweitung solcher Maßnahmen jenseits jeglicher Begrenzung bieten konnte. Der andere, nicht minder beunruhigende Faktor ist der Zustand der Angst, der in den letzten Jahren in das individuelle Bewusstsein diffundiert ist und sich in ein reales Bedürfnis nach Zuständen kollektiver Panik übersetzt, für die die Epidemie wieder einmal den idealen Vorwand bietet. Dafür wird also in einem perversen Teufelskreis die von den Regierungen auferlegte Einschränkung der Freiheit im Namen eines Sicherheitsbedürfnisses akzeptiert, das von denselben Regierungen geschaffen wurde, die nun eingreifen, um es zu befriedigen. Die Parallelität von 9/11 und Covid-19 als katalysierende Ereignisse, die Zustände kollektiver Panik und letztendlich neue Formen des Regierens einleiten, zeigt sich am deutlichsten in dem Bereich, in dem sich diese beiden Paradigmen überschneiden. Bioterrorismus. Der geschmolzene Stahl auf dem Ground Zero war noch nicht einmal abgekühlt, als die amerikanische Öffentlichkeit und die Menschen auf der ganzen Welt mit dem Gespenst des Bioterrorismus konfrontiert wurden. Eine Woche nach dem 11. September und auch Wochen danach wurde eine Reihe von Briefen mit Milzbrandsporen an Medienpersönlichkeiten und Regierungsbeamte verschickt, als eine offensichtliche Fortsetzung des terroristischen Angriffs auf die USA. Die Briefe wurden in den Mainstream-Medien schnell sowohl mit Al-Qaida als auch mit dem Irak in Verbindung gebracht. Peter, von drei gut platzierten, aber separaten Quellen wurde ABC News heute Abend mitgeteilt, dass durch erste Tests des Milzbrands, der an Senator Daschle geschickt wurde, ein verräterischer chemischer Zusatzstoff gefunden wurde, dessen Name Waffenexperten viel sagt. Er heißt Bentonit. Es ist möglich, dass andere Länder ihn auch benutzen, aber es ist ein Markenzeichen von Saddam Husseins biologischem Waffenprogramm. Das bedeutet für mich, dass der Irak zum Hauptverdächtigen als Quelle für den in diesen Briefen verwendeten Milzbrand wird. Die rund um die Uhr Berichterstattung über das Ereignis in den Medien endete jedoch abrupt, als entdeckt wurde, dass der bei den Anschlägen verwendete Milzbrandstamm nicht aus dem Irak stammt, sondern aus dem eigenen Biowaffenlabor des US-Militärs in Fort Detrick, Maryland. Aber diese Konvergenz von Terrorismus und Biosicherheit begann nicht mit den Anthrax-Anschlägen. Sie begann im Juni 2001, volle drei Monate vor dem 11. September 2001 und der Ausrufung des Krieges gegen den Terror selbst.
Damals nahm eine Reihe hochrangiger US-Militär- und Geheimdienstvertreter an Dark Winter teil, einer hochrangigen Übung, die die Reaktion der USA auf einen Pockenangriff durch Bioterroristen auf das Heimatland simulierte. Die Übung, die vom John Hopkins Center für Gesundheitssicherheit mitveranstaltet wurde, fand am 22. und 23. Juni 2001 auf der Andrews Air Force Base statt und beinhaltete sogar gefälschte Nachrichtenberichte, die während der Simulation an die Teilnehmer gesendet wurden. Am sechsten Tag der Pockenepidemie bestätigte das Weiße Haus, dass Bundesbeamte und Militärpersonal geimpft werden. 300 Menschen sind gestorben, mindestens 2000 sind mit Pocken infiziert. Noch immer beansprucht keine Gruppe die Verantwortung für die Freisetzung des tödlichen Virus. Aber NCN hat erfahren, dass der Irak die Technologie hinter dem Angriff möglicherweise an terroristische Gruppen mit Sitz in Afghanistan geliefert hat. In einer unglaublichen Parallele hat dasselbe John Hopkins Center for Health Security, das Dark Winter mitveranstaltet hat, auch Event 201 mitorganisiert. Eine Simulation einer sich weltweit ausbreitenden neuartigen Coronavirus-Pandemie, die in New York nur wenige Monate vor der Ausrufung der sich weltweit ausbreitenden neuartigen Coronavirus-Pandemie stattfand, die den Beginn der Ära der Biosicherheit einläutete. Diese Übung beinhaltete ebenfalls Fake-News-Sendungen. Es begann bei gesund aussehenden Schweinen vor Monaten, vielleicht Jahren. Ein neues Coronavirus verbreitete sich unbemerkt in den Herden. Allmählich wurden die Bauern krank. Infizierte bekamen eine Atemwegserkrankung mit Symptomen von leichten grippeähnlichen Anzeichen bis hin zu schwerer Lungenentzündung. Die Kränksten brauchten intensive Pflege, viele starben. Es überrascht nicht, dass viele der gleichen Personen, die an der Förderung der Bioterrorangst unter dem alten Homeland-Security-Paradigma beteiligt waren, auch bei der Förderung der Covid-19-Angst unter dem neuen Biosicherheit-Paradigma einflussreich waren. Der Begriff Homeland Security selbst wurde in den späten 90er Jahren in Washington popularisiert und vom ANSA-Institut genutzt, das 99 ein Institut für Homeland Security gründete, das von Randall Larson, einem Professor und Abteilungsleiter am National War College, geleitet wurde. Das Institut bereitete einen Kurs über Homeland Security vor, der von Larson und seinem Kollegen am National War College, Robert Cadillac, gemeinsam unterrichtet werden sollte. Zufälligerweise sollte der Kurs am 11. September 2001 anfangen. Ein Teil des Lehrplans beinhaltete eine Besprechung der Übung Dark Winter, die das Institute for Homeland Security mitentwickelt hatte. Der Name Dark Winter stammt von einer Aussage, die Larsons Kollege Robert Cadillac, der als Bio-Warfare Defense Expert bezeichnet wurde, während der Übungs-Fake News-Sendung. Und das Problem ist, dass wir nicht genug Impfstoff haben. Das heißt, wir haben nicht genug Impfstoff für die Vereinigten Staaten? Nun, das würde ich denken, aber wir haben nicht genügend Vorräte für die Menschen in Oklahoma, Georgia oder Pennsylvania, geschweige denn für die gesamte Bevölkerung der USA. Nun, das klingt sicherlich nicht ermutigend. Was meinen Sie damit genau? Angie, es bedeutet, dass es ein sehr dunkler Winter für Amerika werden könnte. Danke, dass Sie uns besucht haben, Dr. Cadillac. Als Berufsoffizier und Arzt in der US-Luftwaffe war Cadillac später an den Ermittlungen des FBI zu den Milzbrandanschlägen von 2001 beteiligt und bekleidete dann im Weißen Haus von George W. Bush mehrere Schlüsselpositionen im Bereich Biosicherheit. Während dieser Zeit half Cadillac bei der Ausarbeitung des Pandemic and All Hazards Preparedness Act. Das Gesetz, das 2006 vom Kongress verabschiedet wurde, erweiterte die Befugnisse des Bundes bei Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit erheblich und fasste viele dieser Befugnisse in einem neuen Amt zusammen, dem Assistant Secretary of Preparedness and Response. Dann, was Cadillac als reiner Zufall bezeichnet hat, ernannte Trump 2017 Cadillac selbst zu diesem Amt. In seiner Rolle als ASPR überwachte Cadillac 2019 eine gemeinsame Übung namens Crimson Contagion. Die Übung umfasste den Nationalen Sicherheitsrat, das Pentagon, das Heimatschutzministerium und eine Reihe anderer Regierungsbehörden und simulierte die Reaktion der US-Regierung auf eine virale Pandemie, die von China ausging und sich rund um den Globus ausbreitete. Wie Dark Winter fand die Übung Crimson Contagion nur wenige Monate vor den simulierten Ereignissen in der Realität statt. Und wie Dark Winter gab sie Teilnehmern wie Cadillac die Möglichkeit zu argumentieren, dass Biosicherheit eine dringende nationale Sicherheitsanforderung sei, auf die das Land schlecht vorbereitet sei. Ein Argument, das er im Kongress mit Dr. Anthony Fauci an seiner Seite vortrug, nur eine Woche vor den ersten Berichten über die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China.
Dr. Cadillac, was hält Sie nachts wach, wenn Sie an die Vorbereitung auf die nächste große Grippewelle denken? Ich meine, danke, Ma'am. Ich weiß die Frage zu schätzen. Ich meine, ich schlafe wie ein Baby. Ich wache alle 2 Stunden schreiend auf. Like me. Yeah. Aber ich denke, das Wichtigste hier ist eine Pandemie. Um ehrlich zu sein, ich habe einen einzigartigen Hintergrund in diesem Komitee oder auf diesem Podium. Ich war 2 Jahre lang im Geheimdienstausschuss des Senats und habe mich mit den vielen Bedrohungen befasst, denen die Vereinigten Staaten ausgesetzt sind. Aber es gibt keine singuläre Bedrohung, die unser Land über unsere Gesundheit und unsere Wirtschaft und unsere sozialen Einrichtungen verwüsten könnte, als die pandemische Grippe. Und wir hatten 4 im letzten Jahrhundert. Und obwohl wir eine Milde in diesem ersten Jahrhundert hatten, denke ich, dass das Risiko besteht, dass wir eine weitere Schwere haben werden und das würde unser Land verwüsten. Und dann ist da noch Donald Rumsfeld. Als Verteidigungsminister in der ersten Amtszeit der Regierung von George W. Bush gibt es nur wenige Personen, die enger mit dem Krieg gegen den Terror verbunden sind. Auch Rumsfeld ist seit Jahrzehnten eng mit dem entstehenden Biosicherheitsrat verbunden. In den 80er Jahren nahm er persönlich an geheimen Treffen mit Saddam Hussein teil, die dazu führten, dass Anthrax, Botulismus und andere chemische Waffen von den USA in den Irak geschickt wurden. In den 90ern wurde er zum Vorsitzenden von Gilead Sciences ernannt, einer kalifornischen Biotech-Firma, die während der Vogelgrippe im Jahr 2005 vom Wettlauf am Tamiflu reichlich profitierte und die derzeit infolge der Covid-19-Angst reichlich von Remdesivir profitiert. Die Daten zeigen, dass Remdesivir einen eindeutigen, signifikanten, positiven Effekt auf die Verkürzung der Genesungszeit hat. Es gibt viele andere, deren Karrieren den gleichen Weg einschlagen und nahtlos vom Home Security in den Biosecurity-Status übergehen. Menschen wie Dr. Richard Hatchett, der unter George W. Bush als Direktor für Biodefense Policy diente, dann als amtierender Direktor der Biomedical Advanced Research and Development Authority und als stellvertretender Sekretär im Office of the Assistant Secretary of Preparedness and Response innerhalb des HHS, bevor er der CEO von CEPI wurde, auf der von Bill und Melinda Gates Foundation mitbegründeten Coalition of Epidemic Preparedness Innovations. In seiner Position als globaler Gesundheitsexperte machte Hatchett bereits im März mit seinen alarmistischen Äußerungen zur SARS-CoV-2-Pandemie von sich reden. Es ist die beängstigendste Krankheit, der ich in meiner Karriere je begegnet bin. Und das schließt Ebola ein, es schließt MERS ein, es schließt SARS ein. Und sie ist beängstigend wegen der Kombination aus Infektiosität und einer Letalität, die um ein Vielfaches höher zu sein scheint als bei der Grippe. Dass so viele der Leute, die bei der Geburt des Kriegs gegen den Terror dabei waren, derzeit als Hebammen des Biosicherheitsstaates fungieren, sollte nicht überraschen. Schließlich ist das Biosicherheitsparadigma kein Ersatz für das Terrorparadigma. Es ist seine Erfüllung. Der Krieg gegen den Terror stellt sich als eine verdeckte Armee ausländischer Eindringlinge vor, die durch die Verteidigungsanlagen des Heimatlandes schlüpfen und die Ressourcen des Staatswesens requirieren, um internen Schaden anzurichten. Der Biosicherheitsstaat stellt weitgehend das gleiche Szenario dar. Aber jetzt sind diese fremden Eindringlinge keine Terroristen, die von einem Hass auf die Freiheit besessen sind. Sie sind asymptomatische Träger, die von einem Erreger besessen sind. Genauso wie die Heimatschutzkräfte und die Grenzschutzbeamten damit betraut wurden, uns vor den Terroristen zu schützen, können uns jetzt die Helden an der Front, Ärzte und Krankenschwestern, die mit den Werkzeugen der technokratischen Priesterklasse bewaffnet sind, uns vor dem unsichtbaren Feind schützen. Dies spricht einen wichtigen Aspekt des Biosicherheitsstaates an. Letztendlich geht es nicht um Gesundheit, es geht um Politik. Einmal mehr finden wir eine Einsicht zu dieser Wendung der Ereignisse bei Giorgio Agamben, der festgestellt hat, dass Virusepidemien sind, vor allem ein politisches Konzept, das sich anschickt, das neue Terrain der Weltpolitik oder Nichtpolitik zu werden. Es ist jedoch möglich, dass die Epidemie, die wir gerade erleben, die Aktualisierung des globalen Bürgerkriegs ist, der nach Meinung der aufmerksamsten politischen Theoretiker an die Stelle der traditionellen Weltkriege getreten ist. Alle Nationen und alle Völker befinden sich jetzt in einem andauernden Krieg mit sich selbst. Denn der unsichtbare und schwer fassbare Feind, mit dem sie kämpfen, ist in uns selbst. Die Regierungen verbieten Versammlungen und Veranstaltungen, führen neue Screening-Verfahren ein.
Gesunde, funktionierende Menschen werden gegen ihren Willen unter Quarantäne gestellt. Verfolgung und Überwachung jedes Individuum, kontrollieren ihre Bewegungen, Überwachung ihrer Transaktionen. Machen Sie keinen Fehler. Der Krieg gegen den Terror ist nicht vorbei. Er hat sich nur stark ausgeweitet. Die Befürworter der 9/11-Wahrheit haben 19 Jahre lang gewarnt, dass der Krieg gegen den Terror immer ein Krieg gegen die Öffentlichkeit war. Lange Zeit an den Rand der politischen Debatte gedrängt, hat sich dieser Standpunkt bestätigt, dass das Etikett Terrorist durch das Etikett asymptomatischer Überträger ersetzt wurde. Und die gesamte Maschinerie des Polizeistaats gegen jeden eingesetzt wird, der sich der Übernahme der Biosicherheit widersetzt. Angesichts der Tatsache, dass diejenigen, die einst als Verschwörungstheoretiker verspottet wurden, sich als die vorausschauendsten politischen Beobachter von allen erwiesen haben, ist es vielleicht an der Zeit, die wahren Lehren aus 9/11 zu ziehen, die der Mainstream-Diskurs immer ausgeschlossen hat. Dass 9/11 und der Krieg gegen den Terror überhaupt kein Krieg war, sondern eine Machtergreifung. Dass die vorübergehenden Maßnahmen, die eingeführt wurden, um mit einem angeblichen Notfall fertig zu werden, niemals wieder aufgegeben werden. Und am wichtigsten, dass, wenn nicht jeder, der sich um diese, die eklatanteste Machtergreifung in der Geschichte kümmert, aufsteht, sich weigert, in Angst vor dem unsichtbaren Feind zu kauern und seine unveräußerlichen Rechte auf Bewegungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und Versammlungsfreiheit zurückfordert, dann werden diese Freiheiten für immer weg sein. Das ist die Botschaft der 9/11-Wahrheit, dass die Welt dazu verleitet wurde, ihre Rechte im Namen einer endlosen Parade von Schreckgespenstern aufzugeben. In Wirklichkeit waren es genau die Politiker und Beamte, die behaupteten, uns vor diesen Schreckgespenstern zu schützen. Diejenigen, die den Mantel der Homeland Security trugen, die größte Bedrohung für die Öffentlichkeit waren. Und jetzt behaupten sie, wir seien die Schreckgespenster. Asymptomatische Träger eines unsichtbaren Feindes. Wandelnde und sprechende Massenvernichtungswaffen, die für immer in Angst eingesperrt werden müssen, damit das Virus uns nicht alle umbringt. Das ist eine Lüge. Und sie entlarvt, wovor die Angstmacher selbst Angst haben. Die freie Menschheit. Versammeln. Reden. Arbeiten, spielen, leben. Es ist keine kleine Ironie, dass die diesjährigen 9/11-Gedenkfeiern durch den Covid-Schreck gestört wurden. Die Fackel ist nun wirklich weitergereicht worden. Und die jährlichen Aufforderungen, niemals vergessen, wurden durch eine Litanei von immer in Erinnerung bleiben ersetzt. Denken Sie daran, Ihre Maske zu tragen. Denken Sie daran, 2 Meter Abstand zu halten. Denken Sie daran, große Gruppen zu vermeiden. Denken Sie daran, zu Hause zu bleiben. Nach 19 Jahren ist es vielleicht an der Zeit zuzugeben, dass die 9/11-Wahrheit es versäumt hat, die Lüge vom Krieg gegen den Terror zu entlarven, um die Agenda der inneren Sicherheit zum Scheitern zu bringen. Aber wir treten in eine neue Ära ein und wir haben eine neue Chance, aus diesem Albtraum zu erwachen. Und da wir dies wissen, ist die einzige Frage: Werden wir den Krieg gegen den unsichtbaren Feind ablehnen, bevor es zu spät ist? Wie auch immer unsere Wahl ausfällt, wir treffen sie besser schnell. The Great Reset kommt. Great harm has been done to us. We have suffered great loss. And in our grief and anger, we have found our mission and our moment. Freedom and fear are at war. The advance of human freedom, the great achievement of our time and the great hope of every time, now depends on us. I want to assure the American people that we're doing everything we can each day to confront and ultimately defeat this horrible, invisible enemy. We're at war. In a true sense, we're at war. And we're fighting an invisible enemy. Think of that.